Der Tilly hat völlig recht. Im Zuge der Emojisierung des Alltags ist es völlig logisch, dass der Epilog als erstes YouTube-Format weltweit einen Emoji-Dolmetscher in der Ecke bekommt. Hashtag barrierefrei, Hashtag Zielgruppenerweiterung. Und weil das nicht reicht, gibt es sogar noch einen GIF-Dolmetscher dazu. Gleichzeitig erwarte ich dann aber auch von euch, dass ihr euch in den Kommentaren ordentlich unterhaltet. Herzlich willkommen zum Epilog, dem offiziellen Ende der Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und ich kann es würdig beenden. Lasset den Spaß beginnen. Die Not-News, diese Woche leider nicht passiert. Diese Woche sind leider wieder viel zu viele Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken, aber endlich hat sich die Regierung auch dazu geäußert. Sie sagt, man wolle jetzt tätig werden, aber erst, wenn das den Tourismus ernsthaft bedroht. Außerdem verstehe man das Problem nicht, so ein Schiff hat ja eine gesetzlich vorgegebene Anzahl an Rettungswesten. Und es gibt ja viel schlimmere Probleme hier, die Maut zum Beispiel. Da geht's nämlich um Geld, nicht um Menschen. Jürgen Klopp und Dr. Müller-Wohlfahrt haben keinen Bock mehr. Gerüchten zufolge gründen sie jetzt ihren eigenen Verein. Spieler haben sie auch schon. Matze Knob, der kann die Topspieler ja alle imitieren. Ach ja, das Ganze findet in einer eigenen Liga statt und wird inszeniert von der Produktionsfirma von Nutopia. Der neue Star Wars Trailer und das Turiner Grabtuch wurden diese Woche ausgestellt. Zwei besonders religiöse Veranstaltungen und es kommt noch besser. Der nächste Star Wars Trailer soll das Turiner Grabtuch als Leinwand haben. Ach ja, und dann wurde Hillary Clinton von Netflix noch zu einer Werbeaktion für House of Cards verpflichtet. So was Ähnliches gab es in Deutschland auch mit VW und Pirch. Aber das ist Werbung, darüber berichte ich nicht. Investiger oberflächlich, ein guter Journalist liest nur die Schlagzeilen. Blitzmarathon. Lindsay Lohan hat mitgemacht. Bei der Tagesschau ist man selbstkritisch und erkennt Judith Rakers endlich als Nervfaktor an. Außerdem möchte man in Zukunft mehr Pappbärte benutzen. Beim Spiegel droht eine Schreibblockade. Bei der SZ auch, darum fragt man den Leser und beantwortet die Frage direkt selbst. Zweimal. Das Callcenter von BMW hat diese Woche viel zu tun gehabt. Es müssen wohl einige iPhones von Kleinkindern gebimmelt haben. Außerdem, Achtung, der gefährlichste Tag des Jahres steht an. In Australien rüstet man sich bereits gegen die Bibinators. Wann folgt Deutschland? Knödel kämpft, denn auch ihr gehört, er hört. Lars aus Limbach lebt leider schon lange ohne DSL. Er schreibt mir: Nun, ich möchte darauf hinweisen, dass mein Heimatdorf, 300 Einwohner, immer noch kein Highspeed-Internet per DSL zugänglich ist. Das finde ich unerhört, denn so kann ich mit dem Epilog nicht in 1080p genießen, was ja wohl für jeden deutschen Bürger ein Muss ist. Lieber Lars, das ist natürlich ein Unding. Ich habe mich mit deinem Bürgermeister, deinem Mobilfunkanbieter und YouTube unterhalten. Nur leider haben wir uns ein bisschen verquatscht. Die anderen drei haben das Bier bezahlt und ich weiß nicht mehr so wirklich viel von der Unterhaltung. Darum würde ich dir an dieser Stelle Folgendes anbieten. Du darfst bei der Aufzeichnung des Epilogs dabei sein. Die Realität ist sogar in 4K. Und damit du bis dahin nicht benachteiligt wirst, werde ich jetzt für alle anderen die Videoqualität auch unterschrauben. Das ist nicht nur Gleichberechtigung, sondern auch Fairness. Natürlich gibt's einen Weg, die Qualität wieder auf HD zu bekommen, sobald Lars den Epilog in HD gucken kann. Das wäre zum Beispiel so, wenn ich mit dieser kleinen feinen Sendung in der ARD oder im ZDF laufen würde. So, ich hoffe, jetzt sind alle unzufrieden. So, haben wir die Woche ordnungsgemäß beendet? Na, ich hoffe doch. Nächste Woche gibt es nicht nur Folge 15, sondern auch einen kleinen Update-Vlog, also wie es hier auf dem Kanal weitergeht, wie es mit dem Epilog weitergeht, was ich mir dabei gedacht habe und so weiter und so fort. Außerdem seid ihr natürlich eingeladen, mir ganz viele GIFs zu schicken. Ich bin gerade völlig GIFisiert. Wusstet ihr übrigens, wie hoch der Rekord im Pirouettendrehen ist? 55.